Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgens Jakob von den Frakta. Und ich bin wieder in Sunless Sea. Savior Rocks. Achso, ich bin da bin ich schnell reingefahren. Das war das mit dem Spinnennetz, genau. Okay. Cool, wir kriegen einen Doktor. Okay, nehmen wir an Bord. Das Wichtigste ist aber natürlich jetzt erstmal unser Vorrat füllen. Na gut, wenn er auf der Insel war, kann man das ja nachvollziehen. Ich bin aber dafür, dass wir jetzt langsam mal Kurs nach Westen setzen, um auf London zuzufahren. Oh cool, was ist das denn? Cool, kann man halt. Im Moment gar nicht. Foxfire Candles. Müssen wir mal kaufen. Okay. Das haben die auch sehr schön animiert, finde ich, hier diesen Nebel. Hoffentlich haben wir genug Vorräte an Bord.
Oder kommt irgendwas? Die Texte sind so geil geschrieben. Oh, da haben sich Leute drauf angesiedelt. Port Cecil. Ja, dann können wir mal anlaufen. Sehr schön. Vielleicht wieder ein bisschen auffrischen. Mittlerweile haben wir ja richtig Zeugs an Bord, gell? Ganz viele Secrets haben wir mittlerweile, durch die vielen Fragmente. Müssen wir mal verkaufen. Ich finde es immer lustig, dass unsere nach hinten gerichtete Kanone stärker ist als die nach vorne. Wir müssen, wenn wir wieder in London sind, echt mal gucken nach einer anderen Frontkanone. Schach. Ist aber ein Part Report. Okay. Cool. Bisschen Asche gemacht. Soll ich mir merken, wenn ich hier wieder herkomme? Zum richtig spielen. Aber ich würde sagen, wir können eigentlich ablegen. Wobei mir auffällt, es gibt relativ wenig Häfen mit einer Werft oder mehreren Läden. Also London ist scheinbar schon so ein Knotenpunkt, ja, oder Angelpunkt. Ich weiß nicht genau, wie man es ausdrücken soll. Ja, so ein zentraler Nervenpunkt. Wenn man also quasi hier in dieser Welt irgendwas reisen will, dann muss man auf jeden Fall dahin. Oh, was ist das denn für ein Leuchtturm? Der macht ja aber richtig hell. Patrick's Lot. Ich habe immer noch keinen ersten Offizier, was ich irgendwie ulkig finde. Das dürfte Terror ganz schön anheizen, ohne Licht rumzufahren. Man spart halt Sprit. Oh. Ah, cool. Pirat. Aber der versucht es natürlich auszuweichen, weil wir ihm doch deutlich überlegen sind. Bisschen Sprit bekommen.
Und was fährt da unten? Oder schwimmt? Ah. Ja, okay. Jetzt. Wenn Treadnought nicht die Herausforderung will. Kann man da auch anlegen? Bei Abbey Rock? Ajo. Ah, hier gibt es immer einen Händler. Oh, cool. Man merkt, dass wir uns London schon stark nähern. Also da will ich nur anlegen bei Fieldhaven, dann fahren wir bald weiter nach London. Engaging Officer, da haben wir vielleicht was. Da habe ich den ersten Offizier. Okay. Was für eine Besatzung, oder? Lass mal mit Fledermaus fliegen. Pick Mode Isle. Nach Nordost. Hunter's Keep. Aber diesen komischen Forest haben wir immer noch nicht entdeckt, von dem die Rede war, gell? Hier von Dings. Essen wir mit Phoebe. So spricht man das tatsächlich, glaube ich, aus auf Englisch.
Föb. Okay, ihre Geschichte. Labe, labe. Immerhin, wir haben Tower verloren. Und wir wurden satt. Okay. Aber jetzt nicht weiter. Zögern auf nach London zur Admiralität. Wir haben sehr viele Berichte abzuliefern. Sehr schön. Erstmal in den Shop. Ich kann mich nicht wahrgehen, dass wir irgendwas brauchten. Ach, guck an, hier, die haben wir. Jetzt kann man sie verkaufen. Ja, viel gebracht hat das jetzt aber nicht wirklich. Ja gut, aber der Tausch war das schlecht, nicht? Stimmt, davon wollten wir welche mitnehmen, wenn wir hier zu dieser anderen Gedöns wieder kommen. Ich suche eine bessere Deckwaffe. Würde ich tatsächlich sagen, der da. 18, 18. Ist aber was zu verkaufen. Jim, den wollten wir ja noch verkaufen. Bringt zwar nicht viel, aber ist egal. Haben wir ein bisschen Platz im Cargo. Gut, wollten nicht irgendwelche Leute von Bord gehen? Ah, das war das. Dann gehen wir mal in die Universität, Quatsch, Universität, in die Admiralität. Ach guck mal, das sind jetzt die ganzen Dinge.
Mein Problem ist gerade eher, dass wenn ich jedes Mal Sprit oder sowas bekomme, ich ja viel mehr bekomme, als ich überhaupt Platz habe. Mein Cargo ist ja eigentlich... Ja, da waren wir überall. Wenn ich jetzt alles abgegeben habe, habe ich wahrscheinlich eine ganze Menge Favor. Nur mein Cargo ist fast voll. Sehr schön. Ich würde ja sagen, ich setze einen kurzen Cut und wir sehen uns hier gleich wieder. Macht's gut, bis gleich. Tschö.